Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer kleinen Talkrunde rund um die Themen Verkehr, Bildung und digitale Infrastruktur. Meine Gäste heute sind die Elvira Nägele, selbstständige Architektin, zweifache Mutter und Landtagskandidatin für die FDP im Wahlkreis Bietigheim. Dann haben wir noch den Herrn Dr. Christian Jung, Mitglied des Bundestages, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, auch im Mautuntersuchungsausschuss dabei. Da werden wir nachher hoffentlich auch noch ein bisschen was dazu hören. Und Sie sind Landtagskandidat im Wahlkreis Bretten für die FDP. Mit Ihnen fangen wir auch direkt an, Herr Jung. Kurze Frage, wie sind Sie hergekommen? Sind Sie gut hergekommen? Wie empfinden Sie so die Verkehrsinfrastruktur hier im Wahlkreis? Also ich kenne ja Bietigheim-Bissingen sehr gut, weil ich früher hier gearbeitet habe. Und ich bin überraschend schlecht hierher gekommen. Das hängt damit zusammen, dass ich gedacht habe, ich könnte hierher ohne Navi fahren und es gab irgendwo in Feigenenz eine neue Straße und in die bin ich blöderweise abgebogen. Ja. Und dann kamen nur noch Traktoren und ich habe irgendwie das Problem gehabt heute, dass nur Traktoren ab Feigen vor mir gefahren sind. Ja, das hat natürlich damit auch zu tun, dass um Sachsenheim herum jetzt diese ganzen Logistikzentren sind und da tatsächlich ganz viel Traktoren, so Erdaushub herumgefahren haben. Man merkt, dass hier zu der Rush Hour, obwohl wir jetzt ja die Pandemie immer noch haben, den Lockdown, dass hier sehr viel unterwegs ist. Und das heißt aber auch, dass die gesamte Region, auch der Wohlstand der Region, komplett abhängig ist von Lkw-Logistik. Sagen immer viele Grüne, die sagen immer, wir müssen mehr Güter auf die Schiene bringen. Das finde ich auch. Aber es gibt halt auch Regionen, wo es ganz schwierig ist, zusätzliche Güter auf die Schiene zu bekommen, weil halt auch die Infrastruktur nicht stimmt. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, hierher zu kommen. Und man braucht da, glaube ich, intelligente Überlegungen, wie man das Straßensystem hier insgesamt optimiert, damit es halt weniger Staus auch gibt, weil das Verkehrsaufkommen ist sehr hoch. Absolut, ja. Das ist ja schon ein gewisses Problem. Von daher auch direkt die nächste Frage an Frau Nägele. Wir haben hier eine relativ große Stadt natürlich mit Bietigheim, gar keine Frage. Aber wir haben auch viele ländliche Regionen, wo man dann auch mal einen Traktor vor sich fahren hat. Wie empfinden Sie das? Was erzählen Ihnen die Leute auf dem Infostand? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Mobilität hier im Landkreis, sei es ÖPNV, Straßensystem oder was ganz anderes? Was berichten Ihnen die Leute? Also als Mutter von zwei Jugendlichen, die darauf angewiesen sind, auf den ÖPNV, muss ich sagen, ist es sehr schwierig. Gerade landkreisübergreifend haben wir das Problem, weil meine Kinder in einem anderen Landkreis zur Schule gehen. Und hier werden die Verbindungen gar nicht abgestimmt. Es orientiert sich alles nach Stuttgart und alles, was drumherum ist, obwohl ich dann schon interveniert habe, auch in der Schule als Elternbeirätin, habe ich mich da schon stark gemacht und habe auch die Verkehrsbetriebe angeschrieben und es ist keine Änderung in Aussicht. Vor allem, was ich auch noch sehe, ist zum Beispiel abends und an Randzeiten, selbst wenn ich nach Stuttgart als Erwachsener gehe, zum Beispiel auf ein Konzert und eine Veranstaltung, so war es noch irgendwann mal möglich wieder ist, habe ich das Problem, wenn ich abends nach 11 Uhr oben am Bahnhof in Bietigheim ankomme, muss ich über eine Stunde oder eineinhalb Stunden warten, bis ich einen Anschluss bekomme zu mir, obwohl ich in der Innenstadt wohne. Also der ÖPNV ist für mich leider nicht sehr attraktiv und ich bedauere das sehr. Vermutlich von Ihren Interessenten auch so wiedergespiegelt. Ja. Ist da irgendeine Diskrepanz, wenn man jetzt einen Infostand macht, zum Beispiel in einer ländlichen Region oder hier in Bietigheim, was erzählen die Leute so? Ich hatte gestern ein Telefonat mit einem Bürger aus Bietigheim, der mich da extra dazu angerufen hat. Und der hat gesagt, dass wir die Diesel nicht verbieten wollen als FDP. Findet er sehr gut, deswegen würde er uns auch gern wählen. Und das ist ein sehr wichtiges Anliegen. Vor allem hat er einen Diesel gehabt und hat natürlich durch dieses Tohuwabohu um den Diesel sehr günstig wieder hergeben müssen und hat jetzt ein Problem, nach Stuttgart zu kommen und muss immer über Zuhausen fahren, um dann zu seinem Arbeitsplatz zu kommen. Er muss drei Zonen lösen, obwohl er eigentlich nur in zwei Zonen fährt. Deshalb finde ich, warum schaffen wir da nicht eigentlich ein Baden-Württemberg-Ticket, wo ich einfach pendeln kann und frei bin. Also meine Kinder zum Beispiel, wenn die von einem zum anderen Landkreis fahren, müssen die dann in Kirchheim lösen, weil das App ja immer den Standort ermittelt. Und da sie im HNV ein Ticket haben, müssen sie das andere Ticket im Verkehrsverbund Stuttgart neu lösen und dann immer
am Ort bezahle. Wenn dann das Internet schlecht ist, haben wir dann das nächste Problem, die können dann die Tickets nicht lösen. Das ist wohl ein Problem. Genau. Wie sieht man das in Berlin? Kommen diese Probleme in Berlin überhaupt an, Herr Dr. Jung? Ich hoffe bei der FDP-Fraktion schon. Wie ist es in der Bundesregierung? Wie ist es im Bundesverkehrsministerium? Weil ich denke, das Problem haben nicht nur wir hier im Wahlkreis. Also wie ich jetzt hier von Bietigheim in den Landkreis Heilbronn komme, mit dem Bus oder mit der S-Bahn, das ist nicht das Problem des Bundes, sondern das ist einfach ein Thema, was wir in der Landespolitik mehr angehen müssen. Und ich wundere mich da schon immer, es gibt ja solche Fälle überall, dass die Verkehrsverbünde nicht miteinander kompatibel sind. Meine Idealvorstellung ist, dass man in der Zukunft einfach per App sagt, wo man von was für einer Strecke man eine Monatskarte haben möchte. Und dann gibt man das in die App ein und dann wird das miteinander verrechnet. Und wenn dann zufälligerweise zwei Haltestellen in einem anderen Verkehrsverbund sind, dann wird das miteinander verrechnet. Und ich bin sowieso dafür, dass wir versuchen sollten, für Baden-Württemberg insgesamt eine Möglichkeit zu haben, dass man mit verschiedensten Verkehrsmitteln auch unterwegs sein kann, aber über eine App. Wir haben sowas in der Region Karlsruhe, das nennt sich Regio Move, wo es so ein Pilotprojektmäßig solche Überlegungen mal angestellt worden sind. Und da war eigentlich die einzige Frage auch eine Zeit lang, wie schafft man das in Bezug, wenn man Carsharing einbindet? Hier gibt es ja zum Beispiel in Bietigheim auch Stadtmobil, was ich schon öfters benutzt habe. Ich bin zum Beispiel Mitglied bei Stadtmobil Region Karlsruhe, habe hier gearbeitet, habe dann auch ein Auto gebraucht. Hier ist aber Stadtmobil Region Stuttgart und ist überhaupt kein Problem, das ist miteinander kompatibel. Da muss ich nur eine Nummer anrufen in Karlsruhe, telefonisch 0721 911 9111 und dann kann ich sogar telefonisch sagen, wo ich gerade bin. Und das nächste Auto steht zum Beispiel in Asberg und am Bahnhof. Und dann kann man dann, die sagen einem dann genau, wo gerade was frei ist. Und denen ist völlig egal, in was für ein Gebiet man gerade ist. Man muss dann, glaube ich, 1,50 Euro Aufpreis zahlen pro Stunde, wenn man aus einem anderen Gebiet kommt. Aber auch das ist handelbar. Da war das einzige systematische Problem, was ist mit dem Thema Versicherung? Und das will ich ja auch wissen, wenn ich dann irgendwas über eine App buche, beispielsweise die ersten 20 Kilometer mit der S-Bahn, dann möglicherweise mit einem Carsharing weiter bis zum Flughafen und dann gebe ich das da ab. Dann will ich ja eigentlich nur wissen, persönlich, was ist, wenn ich das Auto jetzt aus Versehen crashe? Ja? Kann ja sein, dass es ein ganz neues Auto ist und ich nicht genau weiß, wie das angeht. Ich hatte neulich mal einen Mietwagen, das war ein neuer BMW und ich war gar nicht gewohnt, ohne Schlüssel zu fahren, ne? Bis ich dieses Ding anhatte, war das schon für jemand altmodischen wie ich, der auch noch auf Handbremse und Nicht-Automatikgetriebe steht, war das für mich nicht so ganz einfach. Deswegen will ich halt wissen, wenn ich sowas benutze, was ist, wenn ich das Ding crashe aus Versehen, ne? Ist dann die Versicherung mit abgedeckt? Und das sind so Kleinigkeiten, so Fragen, die man auch darüber lösen könnte. Und die Idealvorstellung ist, dass man bei Schülerinnen und Schülern einfach das dann in die persönliche App mit eingibt, von wo bis wo man hinfährt. Kann ja auch sein, dass mal jemand die Schule wechselt, dann macht man das in der App genauso. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass man das auf fast alle Verkehrsarten überträgt. Und soweit müssen wir einfach kommen. Und wer dann die App, von wem die dann am Ende ist, ist auch egal. Das kann ja dann von jedem Verkehrsverbund, wo man startet, zum Beispiel auch sein. Und es ist alles miteinander verrechenbar. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es gibt überall in Baden-Württemberg diese Probleme noch mit den Verkehrsverbünden, dass man dann oft zwei verschiedene Monatskarten braucht. Und das ist halt eigentlich schon anachronistisch. Das ist so Dampflok-Zeitalter für mich. Und das hat nichts mit der Modernität zu tun. Und wir sagen als Freie Demokraten, lasst uns technische Möglichkeiten auch nutzen. Aber wir sehen ja auch bei dieser Corona-App, wir haben doch nicht alles genutzt und wichtig uns ist natürlich trotzdem, dass auch Datenschutz gewährleistet ist. Also wir sind hier nicht in Südkorea oder in Russland oder in irgendeinem anderen Staat, wo man darauf nicht so großen Wert legt oder in China, wo Datenschutz gar keine große Rolle spielt, sondern es muss halt auch gewährleistet sein. Das ist ein absolut spannender Best-Practice-Ansatz, den es bei Ihnen schon gibt in Karlsruhe. Dafür brauchen wir natürlich dann auch gute Ausstattung in den verschiedenen Mobilitätsarten.
Da hätte ich noch einen. Aber es ist völlig egal, wenn ich es noch sagen darf, es ist völlig egal, ob man in Karlsruhe oder in Bietigheim-Bissingen oder Stuttgart ist. Es geht halt darum, dass so eine App dann halt nicht nur für 1 Million nutzbar ist, sondern halt für 10 Millionen. Und das muss man halt gewährleisten. Aber rein vom Programmieren her, alleine von der, vom Aufbau, von der Systematik, ist eigentlich egal, ob sowas dann 10 Leute benutzen oder 10 Millionen. Ist auf jeden Fall für alle dann besser, wenn das so viele Leute wie möglich nutzen. Und dadurch können ja Verkehrsströme auch dann geleitet werden. Das ist ja ganz wichtig. Dann weiß man, auf einer bestimmten Strecke gibt es mehr Kapazitäten. Da braucht man vielleicht auch noch einen Fahrradweg zusätzlich. Aber wir planen ja teilweise manchmal Verkehrswege, ohne dass wir genau das Nutzerverhalten, das Userverhalten auch richtig analysiert haben. Ja, momentan ist es auch so, wir haben jetzt für die eine Strecke von einem zum anderen Landkreis drei Apps. Da gibt es das DB-App, das ist HNV und das VVS. Also das ist eigentlich ein Wirrwarr, das muss man dringend zusammenführen, dass es verknüpft wird. Und ich suche in DB-App die Verbindung raus, ich suche im VVS-App das raus und die Ergebnisse sind unterschiedlich. Das eine ist einfach besser getaktet und geschnitten und das DB-App ist wirklich bevorzugt immer die Züge. Also das ist immer ein wirklich ein schwieriges Thema, dass das richtig verknüpft wird. Weil also wenn ich nach Stuttgart fahre, ich benutze immer zwei Apps und schaue immer wieder und gebe das wieder erneut ein. Ja, und dann ist natürlich auch wichtig, dass man auch, wenn man mal nur einmal nur fährt, dass man dann auch mit die App das so einstellen kann, dass man auch nicht schwarz fährt. Ja? Also die VVS-App finde ich persönlich gar nicht schlecht. Da muss man sich aber vorbereiten. Also wenn man mit der fährt oder gefahren ist, wie ich früher, dann hat man das, also kann man nicht einfach einsteigen und losfahren. Dann muss man auch das mit der Kreditkarte und sowas alles machen. Im Idealfall ist es so, man hat eine App und wenn man dann irgendwie, egal wie, mit was man unterwegs ist, auch wenn es jetzt ein Leihfahrrad wäre irgendwo, das ist ja auch hier in Bietigheim, gibt es ja auch diese Möglichkeiten, ein E-Bike auszuleihen. Ich glaube halt, dass wir alles miteinander kompatibel machen müssen. Und da gibt es manchmal Kleinigkeiten, auch rechtliche Fragen oder Versicherung, das kann man alles lösen. Was ist, wenn einem so ein Ding geklaut wird? Das ist ja auch eine interessante Sache. Und aber das kann man alles lösen. Und deswegen bin ich ja sehr optimistisch. Und dadurch kann man natürlich auch unnötige Fahrten auch vermeiden. Darf man auch nicht vergessen. Damit man fahren kann, braucht man natürlich erstmal die Infrastruktur dafür. Gerade was die Bahn angeht, wir haben sehr viele Ortschaften hier im Landkreis, da gibt es keine Bahnverbindung. Bei mir Richtung Marbach-Bottwartal raus zum Beispiel ist es der Fall. Da steht schon lange das Projekt Bottwartalbahn immer im Gespräch, genauso die Frankenbahn dann in die andere Richtung. Da einmal die Frage an die Frau Nägele, wie stehen Sie zu den beiden Bahnverbindungen? Also mit der Frankenbahn habe ich mich schon mehr beschäftigt, weil ich habe auch den Bürgermeister in Kirchheim besucht und auch den Verein zur B27 raus aus Kirchheim. Mit dem hatte ich auch ein Gespräch und es wurde auch schon von einer Bürgerin aus Basigheim angesprochen, dass sie sehr darunter leidet, dass die Zughalte gestrichen wurden. Und man weiß ja, dass eigentlich nur 6 oder 8 Minuten eigentlich Ersparnis dadurch ist. Und deshalb ist es eigentlich bedauerlich. Wir wollen den ÖPNV voranbringen und wir machen das Gegenteil. Wir streichen dann die Bahnhalte. Also das ist für mich eigentlich so unverständlich. Deshalb habe ich auch in der Petition da teilgenommen. Ja, ein wahres Unding, das soll man wirklich verstehen. Will das Angebot steigern, eigentlich, aber zieht es dann doch wieder zurück und verkleinert das Ganze. Das heißt, es wird schwieriger, mit der Bahn irgendwo hinzukommen. Gleichzeitig erschwert man dann auch noch den Individualverkehr mit dem Auto. Ich spiele auch noch das Thema Fahrverbote, gerade in Stuttgart. Bin auch jahrelang nach Stuttgart reingependelt mit dem Euro 50, so wegen meinem Studium. Habe immer gezittert, dass es sich für mich noch ausgeht. Gott sei Dank ging es sich aus. Aber das ist natürlich kein Zustand. Und da frage ich mich natürlich schon, dann die Zuschauer sich bestimmt auch, gibt es da nicht bessere Lösungen als Fahrverbote? Fahrverbote sind immer schlecht und wir sehen ja an dem Beispiel von Stuttgart, dass es ja auch eher ideologisch determiniert ist, was da auch vor allem der Verkehrsminister Herrmann und seine grünen Freunde auch angestellt haben. Ich sage ganz bewusst angestellt haben, weil unser Ansatz von der FDP ist nicht, dass wir nur komplett auf Elektromobilität setzen. Wir haben nichts gegen Elektromobilität, aber ich sage immer bei jeder Gelegenheit dieses sogenannte All-Electric-Paradigma ist natürlich durchaus problematisch, weil wenn ich immer nur auf eine Sache setze, sozusagen nur einen Tunnelblick habe, das ist im Leben sowieso nie gut. Deswegen haben wir einen ganzheitlichen Ansatz,
klingt so ein bisschen, als ob ich ein Heilpraktiker wäre, was ich gar nicht bin. Habe aber auch nichts gegen Heilpraktiker oder gegen Naturmedizin. Soll jeder so machen, wie er möchte. Und in dem Zusammenhang ist es für uns wichtig, dass der Verbrennermotor auch weiterentwickelt werden kann. Wenn wir zum Beispiel an synthetische Kraftstoffe, E-Fuels denken, könnten wir auch heute den alten Diesel von Ihnen auch umweltfreundlich machen, wenn man einfach die Beimischungen ändert. Aber genauso sagen wir, müssen wir auch das Thema Wasserstoff viel stärker in den Fokus bringen. Und bei Verbrennermotoren muss man ja auch sagen, ich persönlich befasse mich als Fachpolitiker sehr stark mit dem Thema Lkw, Nutzfahrzeuge. Und da gibt es ganz tolle neue Generationen von Verbrennermotoren, die natürlich dann auch in den Pkw-Bereich mit reinkommen. Und da sind die neuen Diesel-Verbrennermotoren sicherlich besser, als wenn man jetzt ein neues Elektroauto mit Strom betankt, der möglicherweise aus polnischen Braunkohlekraftwerken kommt. Das ist ja immer so das Problem. Wir haben ja auch einen europäischen Energiemix und Sie können ja nie hundertprozentig genau sagen, wo das dann am Ende herkommt. Deswegen sagen wir, wir wollen auch, dass die Verbrennermotoren weiterentwickelt werden. Und es ist ja auch hier bei uns in der Region Stuttgart oder auch insgesamt in Baden-Württemberg ein riesiges Thema, weil wir auch wollen, dass die Zuliefererindustrie weiter existieren kann. Und deswegen nur auf reine Elektromobilität zu setzen, würde ich sowieso nicht machen. Wir sehen das jetzt auch in Asien, die gehen alle längst Richtung Wasserstoff und wir beschäftigen uns dann noch zu sehr mit Elektromobilität. Und das heißt aber auch, dieser ganzheitliche Ansatz ist für mich nicht nur in Bezug auf die Motoren, sondern insgesamt auf die Verkehrswege. Was man zum Beispiel, wir haben ja auch hier Walheim, was man da auch sagen muss, es ist natürlich wichtig, dass wir auch beim Gütertransport in der Zukunft versuchen, natürlich weitere Kapazitäten auch auf die Schiene oder sogar auf das Binnenschiff zu bekommen. Aber damit wir zum Beispiel mehr auch in die Region Stuttgart per Binnenschiff transportieren können, brauchen wir eine Verlängerung der Schleusen bis nach Plochingen auf 135 Meter. Wir brauchen aber auch, was oft vergessen wird, dann auch von Karlsruhe bis nach Kleve an die holländische Grenze, eine Rheinvertiefung. Und das hat alles miteinander zu tun. Also es bringt nichts, irgendwas zu fordern. Das sage ich auch mal den Grünen. Liebe Grüne, wir haben oftmals die gleichen Forderungen, aber ich bin jemand, denke immer vom Fundament aus. Und wenn die Wasserwege nicht klappen, wenn die Schieneninfrastruktur nicht klappt, ja, was passiert dann hier? Auch im Zulieferbereich, dann wird alles mit Lkw transportiert. Und wenn man dann auch noch irgendwelche merkwürdigen Restriktionen macht, wie in Stuttgart, dann führt es halt auch dazu, dass der Standort unattraktiv ist. Und machen wir uns nichts vor, die neuen Autos, die es gibt, die sind alle auf einem technischen sehr guten Stand. Und da bringt es auch nichts, die Sachen gegeneinander auszuspielen. Und wir sehen ja auch, wenn diese Bemerkung noch gestattet ist, also was auf jeden Fall nicht unbedingt komplett ökologisch ist, sind Hybridautos. Ja? Da steht zwar ein E-Kennzeichen drauf, aber nehmen wir mal, ich will jetzt keine Hersteller sagen, aber Hersteller hier bei uns aus unserer Heimat, die dann aus einem SUV ein Hybridfahrzeug auch machen oder anbieten. Wer mal mit so einem Ding gefahren ist, da muss ich ja schon mal als Familienvater sagen, durch die zusätzliche Batterie ist da so wenig Platz drin. Ja? Also da wird aus einem, ich mache jetzt doch mal das Beispiel, so ein GLC ist dann schon fast wie ein Smart innen drin gefühlt. Ja? So, besonders wenn man hinten sitzt. Wenn man damit kann man auch nicht jetzt komplett in Urlaub fahren. Ne? So, was will ich damit sagen? So ein Auto ist 200-300 Kilo schwerer wegen der Batterie. Ja, so. Und warum werden diese Autos gekauft? Ist doch ganz klar. Weil die meisten sind dann im Firmenwagen, Firmenleasing. Und die haben die 0,5. Genau, die haben die 0,5 Besteuerung. Oder wenn es ein rein elektrisch ist, die 0,25 Besteuerung. Das ist natürlich viel günstiger dann, wenn man das als Dienstwagen hat. Wenn man dann auch eine bessere Ausstattung hat, als wenn ich jetzt ein ganz normales Dieselauto kaufen würde, egal von welchem Hersteller. Und das ist so ein bisschen verlogen, finde ich, weil man da versucht, Formen von Elektromobilität, die wirklich alles sind, nur nicht ökologisch, dann auf den Markt zu bringen.
sind teilweise tolle Autos, will er gar nicht sagen. Aber es ist dann vielleicht doch ehrlicher, wenn man mit einem ganz modernen Dieselverbrenner fahren würde, als jetzt mit so einem Hybridauto, ja. Deswegen sage ich immer, also lieber dann komplett elektrisch, das geht ja auch, oder dann halt komplett Verbrenner. Aber diese Mischwesen sind alles technisch überhaupt kein Problem. Ich finde es auch teilweise toll, auch toll zu fahren. Aber wir brauchen auch einen Ausgleich zwischen Ökonomie und Ökologie. Und deswegen sagen wir als FDP, wir wollen, dass wir dann aber auch nicht nur uns rein elektrisch oder hybridmäßig orientieren, sondern auch die Verbrennermotoren weiterentwickeln und in Richtung auch der synthetischen Kraftstoffe und des Wasserstoffs gehen. Natürlich, wenn man das jetzt heute alles sofort auf einmal umstellen würde, würde das nicht gehen. Aber wir sind in Deutschland auch immer so ein bisschen merkwürdig unterwegs. Wir wollen immer alles hundertprozentig, ja? Wenn 10% der Fahrzeuge Wasserstoffautos werden in den nächsten 5 Jahren und 20% der Autos mit synthetischen Kraftstoffen fahren und von mir aus 20% der Autos rein elektrisch fahren und 40 bis 50% mit modernsten Verbrennermotoren fahren, dann haben wir doch viel mehr erreicht, auch für den Klimaschutz, als wenn wir so rein ideologisch denken und immer nur sagen, nur Fisch oder nur Fleisch oder nur Gemüse. Ja? Ich glaube, im Leben macht es auch die Mischung oft und das ist im Automobilbereich, glaube ich, auch so. Natürlich, Frau Merkel hat schon gemerkt, Ihnen brennt es auch unter Nägeln, Sie möchten auch was dazu sagen, zumal es unseren Wahlkreis hier tatsächlich auch betrifft, natürlich die Binnenschifffahrt. Keine Frage, schon allein mit dem Neckar, aber auch das Thema Fahrverbote. Es ist hier nicht nur für Pendler das Problem nach Stuttgart rein, auch Fahrverbote im Marberer Neckar sind im Gespräch. Also das ist hier ein absolutes Thema. Ja, das ist ein Thema auch für meine Handwerker. Wenn ich da ja ein Architekturbüro habe, habe ich Handwerker, die mir da auch ihr Leid klagen und sagen, sie können die Baustelle nicht bedienen, weil sie noch einen Diesel haben und der nicht zugelassen ist. Also das ist natürlich echt ein Thema. Gehen Sie das Risiko ein oder lehnen Sie den Auftrag ab? Und es geht ja nicht nur mir so, das wird auch andere so gehen, im Wohnungsbau oder wie auch immer, andere Bereiche von Handwerkern. Und ich finde auch, dass die Hybrid eigentlich eine Mogelpackung sind. Da muss ich dem Christian voll zustimmen. Ich habe einen Mitbewohner im Haus, der hat einen Hybrid und eigentlich ist es, wie gesagt, nur damit er die 0,5% zahlt und der Betrieb zahlt ja den Rest. Also von dem her hat er nur den Hybrid für seine Steuer. Und die Leute, also sagen ja viele Firmen auch, wenn die dann zurückgegeben werden im Leasing nach 1, 2 Jahren, dann ist ja manchmal auch das Ladekabel gar nicht ausgepackt worden. Ja? Ja. Also wir machen da keinen Spaß, sondern es ist wirklich die Realität. Und deswegen sage ich immer, also man muss da auch immer überlegen, was ist sinnvoll. Ich finde es nicht unbedingt sinnvoll, dass der Staat dann solche Sachen massiv fördert. Und da muss man auch immer überlegen, wie man da auch an Subventionen herangeht. Das ist jetzt tatsächlich dann wieder ein Bundesthema. Aber was wir hier machen können in Baden-Württemberg, weil wir ja auch hier rund um Bietigheim-Bissingen auch wirklich viele Automobilhersteller oder Zuliefererbetriebe auch haben, geht es einfach darum, dass wir hier die Arbeitsplätze auch sicher machen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Herzensanliegen jetzt auch von uns. Wir wollen ja auch in die Landesregierung reinkommen. Und dass man einfach dieses Bewusstsein auch schärft, dass man sich überlegen muss, wie man hier Weichenstellungen macht, sodass die Firmen immer noch kreativ sein können, dass sie neue tolle Produkte entwickeln können, aber auch so, dass wir keine Arbeitsplätze unnötig vernichten. Und da kommt natürlich hinzu, dass es hier nicht nur um das Thema Motoren geht, wie das in Zukunft ist, dass man nicht nur auf hundertprozentige Elektromobilität setzt, sondern dass man sich auch hier überlegt, wie das auch weitergeht mit dem Thema Wohnungsbau. Wir haben ja hier ein riesiges Problem, wenn die Leute hier neu hinzukommen, weil viele Firmen stellen auch weiter oder werden auch weiter Fachkräfte einstellen. Aber wer hier schon mal versucht hat, eine Wohnung zu finden oder, was ja hier eines der Hauptprobleme ist von vielen, auch Eltern von schulpflichtigen Kindern, wirklich bezahlbaren Wohnraum zu finden. Oder der Traum vom Einfamilienhaus oder vom Eigenheim ist gar nicht so einfach. Also hier sind die Preise. Ich kann es sagen, weil ich finde schon, bei mir in der Region Karlsruhe sind die Preise schon ziemlich deftig. Ich komme ursprünglich aus Heidelberg, auch dort sind die Preise deftig. Aber hat schon mal jemand versucht, hier eine Immobilie zu erwerben? Und da sagen wir natürlich auch, und das muss man mal ganz klar sagen, da hat die CDU
überhaupt nichts gemacht in den letzten 5 Jahren beim Thema Reduzierung der Grunderwerbsteuer, auch Reduzierung der Baunebenkosten. Und wenn heute jemand, der wo beide verdienen, Frau und Mann, und die haben in der Regel nur eine Möglichkeit, ins Eigentum reinzukommen, wenn die Eltern oder die Großeltern bürgen oder sie vielleicht eine Erbschaft gemacht haben. Aber wer das nicht hat, und das ist ja nicht jeder, der hat es ganz schwer und der hat es auch schwer, dann bei den Banken auch an Kredite heranzukommen. Weil es wird jetzt hier nicht, es gibt auch Menschen, die legen dann einfach das Geld hin, aber es gibt auch Menschen, die haben es wirklich sehr schwer. Und das Ziel muss doch auch sein, dass jemand hier versucht, auch eine Immobilie zu erwerben, die einem selbst gehört. Auch fürs Alter ist das gut. Genauso hier dann eine gescheite Mietwohnung zu finden, die auch einigermaßen preiswert ist. Das ist auch eine Kunst für sich. Und deswegen kommt es ja dann auch immer zu Pendlerströmen, weil einfach die Leute dann versuchen, so weit wie möglich rauszugehen. Aber wenn dann plötzlich die ÖPNV-Infrastruktur nicht stimmt, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich irgendwie in einem super modernen Neubaugebiet bin und es dann keinen Anschluss gibt. Also auch an diesem Beispiel sieht man, alles hängt miteinander zusammen. Und die Aufgabe ist jetzt nicht unbedingt den Leuten alles vorzuschreiben, wie die Grünen das wollen, wie dann die Begrünung von dem Hausdach ist oder was da alles drauf sein Das muss spricht man oder mir aus dem ob Herzen. jemand dann verpflichtenden Fahrradstellplatz noch eingebaut haben muss, sondern unsere Aufgabe ist, dass das verkehrlich angeschlossen ist, auch vom ÖPNV her, dass schnelles Internet überall liegt, dass man auch zur Not von zu Hause aus arbeiten kann. Und jeder weiß von uns, als jetzt der Lockdown war, wenn dann Schülerinnen und Schüler dann plötzlich Online-Unterricht haben, ja, dann bricht manchmal das ganze Netz zusammen. Ja? Also nicht nur Moodle bricht zusammen, sondern man merkt manchmal, wenn ganz viele im Netz sind, dass einfach schwächer geworden ist, weil einfach noch die Infrastrukturen zu schlecht sind. Und deswegen müssen wir uns, das ist immer meine zentrale These, mit allen Formen von Infrastruktur, auch in der Landespolitik, stärker beschäftigen. Es bringt nichts, wenn der Minister Strobel, wie er das gemacht hat, die letzten Jahre andauernd irgendwelche Förderbescheide raushaut, sondern wir brauchen flächendeckend schnelles Internet an jeder Milchkanne auch zur Not. Nicht nur zur Not, sondern an jeder. Weil das macht ja uns auch aus, das merkt man ja auch hier im Landkreis Ludwigsburg. Man hat plötzlich ein urbanes Gebiet und 2 Kilometer weiter ist man wieder sozusagen mitten auf dem Land. Und das macht ja auch die Gegend aus. Aber die Infrastrukturen stimmen halt nicht überall. Ich denke, da kommt jetzt noch ein Satz von der Frau Nägel zum Ja. Thema Wohnungsbau und dann möchten wir auch das Thema abschließen, kurz lesen, aber. Ja, nicht nur der Wohnungsbau. Also ich muss da auch sagen, der Erhalt der Arbeitsplätze ist hier sehr wichtig. Also gerade auch in der Immobilienindustrie, weil Automobilindustrie, weil wir ja hier davon leben, die Gegend. Also mein Schwager arbeitet zum Beispiel in einer renommierten Firma in Falderbach und der macht sich da auch natürlich Sorge, wie das weitergeht. Und das ist dann auch der nächste Häuslesbauer. Also genau wie du das ansprichst. Und jetzt hat er natürlich nur Homeoffice. Ist natürlich auch anstrengend für die Familie. Meine Schwester hat dann auch ihre Themen natürlich, weil die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind. Und wie du sagst, die können sich dann eigentlich im Neubau fast gar nicht leisten. Die konnten das sich jetzt noch leisten. Aber ich denke, die nächste Generation wird es jetzt ganz schön schwierig werden. Und wir können halt nicht gleich zwei Familien- und drei Familienhäuser bauen, wie es die Grüne fordern. Also das Geld haben wir einfach nicht. Und wie du auch sagst, die Grundstückspreise sind hier exorbitant gestiegen, weil auch wenig Land da ist und wenig getan wird, dass wir nachverdichten können, vor allem einfach nachverdichten können. Das ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und das Thema Internet, muss ich auch noch einen Abschlusssatz sagen, selbst hier in der Innenstadt ist es wirklich sehr schwierig, gutes Internet zu bekommen. Und wenn ich an meine Baustelle fahre, habe ich meistens immer drei, vier Funklöcher. Also ich kann kein einziges Gespräch durchweg führen. Entweder bricht das Internet ab oder ich habe eine Funkstörung. Also das ist wirklich sehr desolat. Und früher war es ja so, abends war das Internet schlecht, weil da alle heimgekommen sind und haben dann gesurft. Heute ist es so, wenn ich Homeoffice mache oder von zu Hause aus arbeite, kann ich fast morgens schon gar nicht mehr arbeiten, weil die ganzen Schüler online sind. Genau, zu dem Thema kommen wir auch gleich, zum Thema Genau. Bildung und Digitalisierung in der Bildung. Von daher hake ich Aber mich man gleich sieht, ein. bevor Sie zu den Fragen kommen, die Verkehrsinfrastruktur, egal ob man jetzt mit dem Fahrrad fährt oder mit dem Bus oder mit der S-Bahn oder mit dem eigenen Auto, ist
hier ein riesiges Problem und ist auch ein Standortproblem. Und wenn Sie natürlich auch viele LKWs hier haben, dann ist das auch ein Standortproblem, wenn die im Stau stehen. Ja? Deswegen, wir sehen das ja auch bei der Autobahn. Wir müssen alles tun, dass diese Infrastruktur noch verbessert wird. Und wir haben das ja immer bei diesem Ringschluss auch in Stuttgart, dass man halt auch mal bereit ist, auch noch neue Straßen zu bauen. Wir wollen nicht die Natur zerstören, ganz im Gegenteil, da wird es Ausgleichsmaßnahmen geben, aber in einem Gebiet, was weiter wächst, was keine Auswanderung mehr hat wie vor 150 Jahren, sondern wo noch neue Menschen hinzukommen, und das ist halt bei der Region Stuttgart der Fall, dass es halt nicht nur landschaftlich und vom Leben her toll ist, sondern aber immer mehr Leute hierher kommen werden, aus ganz Europa mit ihren Familien, weil es halt auch Fachkräfte sind. Und da ist Bietigheim-Bissingen immer ein Schmelztiegel gewesen. Da kamen immer neue Menschen hinzu. Und dafür braucht man aber auch bessere Verkehrsinfrastrukturen, weil die ist nicht zum Bevölkerungswachstum mitgewachsen. Und deswegen gibt es hier diese Verkehrsprobleme. Und da muss man, glaube ich, ganz viel tun, weil das ist ein Standortnachteil, der am Ende dazu führt, dass dann plötzlich auch eine Firma mal abwandert. Und dann ist das Geschrei groß und dann will wieder niemand was damit zu tun gehabt haben. Aber man überlegt halt bei jeder Firma auch, wie ist der Standort, wie kann ich da produzieren. Wir hatten immer den Vorteil, dass wir Fachkräfte hier haben, aber das Thema Fachkräfte allein stärkt den Standort nicht unbedingt im Moment. Ja? Und deswegen muss man da alles dafür tun, dass das weitergeht und dass dann halt nicht eine Firma nach Serbien oder nach Ungarn oder wohin oder in die Türkei dann abwandert, weil sie sagen, okay, hier passt einfach die Verkehrsinfrastruktur nicht. Definitiv zu einem attraktiven Standort, da gehört einiges. Abschlussfragerunde zum Thema Verkehr und Mobilität. Ich gebe Ihnen einen Begriff. Ich hoffe auf eine möglichst kurze Reaktion. Wir fangen an mit dem Herrn Jung. Radwege. Radwege sind sinnvoll, lösen aber keine Verkehrsprobleme im großen Maßstab. Bundesverkehrsministerium. Wird noch von Andreas Scheuer geleitet, aber nicht mehr lange. Frau Nägel, Carsharing. Finde ich, müssen wir unbedingt mehr ausbauen, weil ich denke, wir zahlen viel zu viel für private Nutzung von Autos, die viel mehr in der Garage stehen. Jetzt haben Sie mich gar nicht gefragt zum Tempolimit. Ja. Also ich bin gegen ein Tempolimit auf Autobahnen, weil ich glaube, man kann das auch, wie es ja am Stuttgarter Flughafen auch ist, dass man auch sowas je nach Verkehrsaufkommen auch dann machen kann mit Telematik. Wenn dann plötzlich viel Verkehr ist, kann man sagen, okay, die nächsten 2 Stunden 120 und dann kann man das auch wieder auflösen. Ja? Aber man muss alles tun, dass man das intelligent mit Verkehrsleitsystemen plant, weil das Ziel muss immer sein, möglichst viel Verkehr über bestimmte Strecken zu bringen und nicht alle 10 Kilometer irgendwie eine andere Geschwindigkeit. Deswegen sind wir auf Bundesebene nicht für ein Tempolimit, sagen aber, das kann man auch durch die Möglichkeiten der Digitalisierung, Telematik und Rechensysteme auch sehr gut lösen. Und das kann man auch für Innenstädte sogar lösen, ja? Dass man sagt, man hat überall bei wichtigen Straßen 50 und wenn dann besondere Dichte ist, kann man das auch wieder ändern. Ein bisschen mehr aus dem Herzen haben. Aber gehen wir weiter zum Thema Bildung. Früher, da gab es mal eine Zeit, da hat man nicht nur, wenn es um die Automobilwirtschaft ging, nach Baden-Württemberg geguckt und in die Region Stuttgart, sondern da hat man sich Baden-Württemberg auch als Beispiel für eine exzellente Bildungspolitik genommen. Da waren sogar mal das Ländle der Dichter und Denker. Das war vor meiner Zeit leider, die Zeiten sind lange vorbei. Wir hoffen, dass wir da wieder hinkommen. Um da wieder hinzukommen, ist es ganz gut, wenn man ein Stück weit spielerisch lernt in der Schule. Das ist halt immer eine gute Herangehensweise, das machen wir jetzt nämlich auch. Sie haben bei sich unten 2 Säcke stehen, einmal für Sie, Herr Jung, einmal für Sie, Frau Nägele. Schauen Sie mal, was da drin ist. Sie haben jeweils 3 Utensilien drin. Und es sind immer Gegensätze. Also der Herr Jung hat zum Beispiel was drin, das ist dann ein Gegensatz zu dem, was die Frau Nägele drin hat. Da würde ich Sie mal bitten, dass Sie das zuordnen und dann bekommen Sie da ein paar Fragen dazu.
bitte nicht laut vorlesen. Ja. Private. Ja, ich habe schon gesehen. Ich werde die Zahlen nicht beobachten. Jetzt bin ich gespannt, was für Gegensätze sich da ergeben. Ist schon benotet, da müssen Sie nicht mal durchlesen. Sie dürfen auch gerne mal sagen, was Sie da liegen haben, weil ich glaube, für die Zuschauer ist es relativ schwer zu sehen in der Aufnahme. Also ich würde mal so in die Runde zeichnen, Steuerbescheid. Die Zahl habe ich mal abgedeckt. Dann E-Book-Reader und ein analoger Hammer. Genau, der Herr Jung hat ein Fachbuch, ein Mäppchen und eine, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, eine Gedichtsinterpretation. Ja. Ist es noch? Jetzt die Frage, was passt da zusammen, beziehungsweise was widerspricht sich von den drei Objekten untereinander? Also ich bin ja schon lange dafür, dass wir sowas in der Schule anschaffen, egal von welchem Hersteller das jetzt auch sein mag, dass wir einfach digital sind und dass wir auch den Schülern erlauben, zum Beispiel eine Gedichtsinterpretation entweder im Zehn-Fingersystem zu schreiben oder von mir aus sogar zu diktieren, wobei das bei Arbeit natürlich schwierig wird. Aber ich finde, das ist eigentlich gang und gäbe. In jedem Betrieb würde ich nicht mehr von Hand eine Interpretation schreiben, noch irgendwie eine Gebrauchsanleitung von Hand verfassen. Ich würde mir wünschen oder möchte unbedingt das anregen, seit Jahren einfach auch die digitalen Medien unbedingt in der Schule zuzulassen. Die Schüler von heute sind nachher unsere Fachkräfte und da sehe ich momentan noch sehr viele Rückschritte, vor allem im schulischen Bereich. Thema war richtig, Objektzuordnung war falsch. Tablet und Buch natürlich, aber das nur am Rande, wir wollen ja hier zur Diskussion nur anregen. Was mich dann noch vom Herrn Jung interessieren würde, wir haben diesen Gegensatz, eigentlich würden wir gerne mit dem Tablet arbeiten, aber in der Realität stehen wir am Beginn jedes Schuljahres stundenlang bei der Bücherausgabe in jeder Schule rum. Die Bundesregierung und die Landesregierung beteuern immer, wie wichtig die Schüler sind, wie wichtig es ist, dass da moderne Lernmethoden angebracht werden in der Schule, aber es passiert nicht seit Jahren. Warum? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es macht auch die Mischung. Also nur Tablet oder nur Schulbuch bringt auch nichts. Ja? Der Aufsatz von Ihnen ist ja von 2016. Ja? Also ich sage mal so, ist es auch immer gut, wenn jeder eine eigene Schrift auch noch hat. Ja? So. Also seien Sie froh, dass ich nicht früher Ihr Deutschlehrer war. Ja? Da hätte ich jetzt gleich schon wieder an Ihrer Schrift rumgemäkelt. Ja? Ich habe es ja nicht gelesen, ich kann es nicht beurteilen. Ja? Aber Spaß beiseite. Es war doch eine gute Klausur, ja, so. Aber Spaß beiseite, was ganz wichtig ist, ich finde auch, also beispielsweise in der Grundschule, wenn da jemand die Grundschule beendet hat, soll er lesen, rechnen, schreiben können. Und das muss auch analog sein. Es ist auch wichtig, dass man auch mit Füller gut schreiben kann, ne? Aber genauso kann man das ja so auch machen, dass man auch versucht, auch ein digitales Medium. Ob das jetzt ein E-Book-Reader sein muss, da wäre ich jetzt eher für ein Pad-Gerät, wo man verschiedenste Sachen mitmachen kann. Und da kommt es immer drauf an, wann man sowas anwendet und wie. Und dafür braucht man halt eine Infrastruktur. Ich glaube schon, dass jede Schülerin, jeder Schüler auch durch die Lehrmittelfreiheit auch ein Pad bekommen sollte. Wenn man dann viele bestellt, ist es natürlich nicht so teuer, wie wenn man das nur für 100 Leute bestellt. Aber nur mit iPad oder wie auch immer, oder nur digital, bringt in der schulischen Bildung auch nichts. Man muss auch mal ein Gedicht interpretieren. Ja? Oder man muss sich auch mal mit Zeichensetzung beschäftigen oder mit solchen Fragestellungen. Und da macht es einfach die Mischung. Und natürlich gibt es Fälle, wo man das dann wunderbar einsetzen kann. Aber auch Fälle, wo man vielleicht auch mal ein Buch benutzt. Ja. Und bei Fachbüchern habe ich aber auch den Ansatz, dass man sich durchaus überlegen muss, auch bei bestimmten Schulbüchern, ob die nicht dann immer jedes Jahr aktualisiert werden auf dem iPad. Ja. Also es gibt auch so viele gute Möglichkeiten, auch interaktiv dann was zu lernen. Und da gibt es mittlerweile auch Angebote. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass man alle mitnimmt, nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer. Und darum haben wir ja auch einen Generationenwechsel. Es gibt natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, ich mache das jetzt nicht mehr, ich
beschäftige mich jetzt nicht mehr damit. Und da muss man dann immer auf die jüngeren Lehrerinnen und Lehrer setzen. Ich glaube aber, dass die allermeisten, 95%, da offen sind. Und die, die da nicht offen sind, die werden dann auch irgendwann aus dem Dienst ausscheiden. Und Referendarinnen und Referendare werden immer sich bemühen, auch die neuesten Sachen dann auch mit reinzubringen. Und dadurch kann man ja auch Schülerinnen und Schüler auch begeistern. Aber es bringt natürlich nichts, Sie kennen das noch aus dem Unterricht, wenn jemand nur einen Film zeigt, nur 45 Minuten VHS-Kassette, das kann auch mal gut sein, aber wie gesagt, auch da macht es die Mischung. Und genauso kann man auch durch Lernprogramme viele Sachen auch gut dann angehen. Da gibt es ja dieses Stichwort Gamification, also dass man zum Beispiel einfach auch durch spielerische Herangehensweise versucht, mehr Menschen auch zu begeistern für bestimmte Sachen. Ein Beispiel, wenn jetzt jemand zum Beispiel soziale Netzwerke hat, zum Beispiel seitdem wir uns unterhalten, habe ich irgendwie wieder 20 Nachrichten bekommen, ja, oder irgendjemand hat mich auf Facebook markiert. Da will ich natürlich wissen, wer ist das? Also drücke ich dann da irgendwann drauf. Und weil ich es unbedingt wissen will, belohne ich mich ja selbst. Ja? Also die Gamification sagt natürlich, man sollte versuchen, auch weil die Menschen halt so sind, dass sie da anderen drum drücken oder sich sozusagen belohnen wollen, dass man das auch nutzt, auch fürs Lernverhalten. Ne? Warum lernt man nicht viel mehr Vokabeln auch mit solchen Apps, mit solchen Programmen? Ne? Anstatt, dass man das dann so macht. Also ich habe das noch mit so Vokabelheft gemacht. Man kann aber auch beides machen, ne? Dass man sagt, okay, ich schreibe die 10 Vokabeln auf aus dem Buch und danach gehe ich nochmal in die App und versuche zu lernen. Also ich glaube, die Mischung macht's. Und das ist wie mit unseren Motoren vorher oder mit Gemüse und Fleisch. Nur Gemüse oder nur Fleisch muss ja nicht unbedingt sein. Auch da macht es die Mischung. Ja, die Mischung, die macht es in der Tat. Und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Gegensatz. Mischung, Gedichtsinterpretation. Mischung, ich denke, Frau Nägel, ist es klar, Steuererklärung. Ich denke, Sie beide kennen diese Debatte, die mal vor ein paar Jahren aufkam. Da hat eine Schülerin gesagt, sie kann die Gedichtsinterpretation in 3 oder 4 verschiedenen Sprachen schreiben. Sie kann aber keine Steuererklärung machen. Von daher würde mich mal interessieren, ist jetzt ein bisschen philosophischer, was soll die Schule Ihrer Meinung nach überhaupt unterrichten, was soll sie vermitteln, gerade auch im Hinblick jetzt auf die Entwicklung im 21. Jahrhundert wie die Digitalisierung. Welche Kernkompetenzen brauchen wir in der Schule eigentlich und was vielleicht eher weniger? Also ich stelle auch fest, wenn ich zum Beispiel Praktikanten in meinem Architekturbüro habe, dass die sich mit Steuer und so Sachen gar nicht auskennen, habe ich auch im Studium nicht gelernt und ich musste nach meiner Ausbildung und nach meiner Diplomarbeit, musste ich wirklich selber mich da ransetzen und mich erstmal damit beschäftigen, welche Steuermodelle, was gibt es, welche Steuerklasse bin ich und mein Mann, weil wir beide selbstständig sind. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir alles in einen Topf werfen und dann unterm Strich ausrechnen. Das ist zum Beispiel auch ein Manko, was ich jetzt als Arbeitgeber nicht verstehe, dass viele Frauen in der Lohnsteuerklasse 5 sind und ich habe leider viele Frauen beschäftigt. Und da stelle ich einfach fest, wenn ich denen mehr Geld als Arbeitslohn geben möchte, sagen die, ja, sie haben gar nichts davon. Und das muss bei mir, also sehr schnell muss da ein Umdenken geschehe, weil ich finde, auch jede Arbeit muss entlohnt werden und es darf nicht sein, dass meistens sind es leider noch die Frauen in Lohnsteuerklasse 5 sind und der Mann dann profitiert nur vom Kindervorteil. Und was in der Schule halt fehlt, dass man solche Themen, vor allem denke ich in der Oberstufe, jetzt natürlich Grundschule und die ersten Klassen von der weiterführenden Schule, ist das natürlich noch kein wichtiges Thema, aber dass man da auch geschult werden. Ich habe als, auch wie gesagt, Praktikantin, die nicht einmal einen Brief frankieren können. Die können wunderbar solche Gedichtsinterpretationen schreiben, wenn die dann zu mir kommen und sagen, so, jetzt machst du den Brief fertig und machst eine Briefmarke durch, bringst zur Post, ja, was kostet das? Paketkarte ausfüllen. Also das sind lauter so Basen, die einfach, finde ich, auch geschult gehören und nicht nur hochintellektuelle Sachen. Und gerade bei der Steuererklärung, wie gesagt, finde ich das jetzt schon mal ganz wichtig, dass man sowas auch im Studium lernt, was für Steuerklasse, welche Bereiche es da gibt und was ich beachten muss, wie die 0,5%-Regel und 1%-Versteuerung von den Autos. Also das finde ich, das fehlt momentan aktuell. Gleiche Meinung, gegensätzliche Meinung? Nö, also ich sag mal minimal sollte
wenn man einen Schulabschluss hat, sollte man erstmal lesen, rechnen und schreiben können. Und ich setze mal noch eins drauf, man sollte auch selbstständig denken können und auch eine eigene Meinung haben zu allen Themen, die es gibt. Und diese Meinung auch selbst erarbeitet haben. Also das habe ich früher mal zu meinen Schülerinnen und Schülern gesagt, das ist mir das Wichtigste. Alles andere kann man irgendwie lernen und man sollte natürlich auch lernen, wie man sich manche Sachen selbst erschließen kann. Also man muss nicht, also wenn man jetzt nur, wenn man jetzt nicht selbstständig ist, sondern sozusagen erstmal als Schülerin oder Schüler nur einen 450-Euro-Job hat, dann sollte man halt wissen, wie man diese Unterlagen dann ausfüllt, wenn man auch eine Steuererklärung machen muss. Ja? Dass es da so einen Freibehalt gibt, mit dem man auch nicht drüber kommen sollte, weil sonst die Eltern kein Kindergeld mehr bekommen und solche Sachen. Sowas kann man sich aber auch erschließen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da auch jungen Menschen ein bisschen hilft und auch ein paar Sachen auch sagt, dass sie auch relativ einfach selbstständig sowas auch hinbekommen können. Und da gibt es ja auch Computerprogramme. Ich habe, bis ich in den Bundestag gewählt worden bin, immer meine Steuererklärung selber gemacht. Wenn wir einen Ratschlag bekommen, muss man also als Politiker aufpassen, dass es jetzt mittlerweile beim Steuerberater machen, aus folgendem Grund, weil wenn ich jetzt irgendwie mal aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht habe, früher war das egal, aber am Ende steht es am Ende irgendwie in der Zeitung oder so, wenn man da irgendwas vergessen hat, vielleicht anzugeben. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man dann nochmal eine Hilfe bekommt. Aber trotzdem muss man nicht immer alles wissen. Ja? Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die Kompetenz hat, auch nochmal Sachen herauszufinden. Ich habe das ja auch bei mir, ich weiß auch nicht bei jedem Thema alles oder und dann versuche ich halt mir auch eine eigene Meinung erstmal zu bilden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man solche Fähigkeiten auch hat. Natürlich, wenn man jetzt in den Fachbereich reingeht, wenn man jetzt ein bestimmtes Fach studiert, da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man sich auch darauf einlässt, dass halt auch jedes Fach auch seine eigenen Eigenheiten hat. Und da kann es natürlich auch sein, also ich bin zum Beispiel Historiker, für mich sind Bücher auch noch wichtig, ja. Auch alte Bücher, ja. Auch die Fähigkeit, mal auch etwas mit einem Füller zu schreiben. Oder ich mache immer so Skizzen in so Notizbücher hinein, wenn ich irgendwie mir was überlege. Man muss nicht alles sofort irgendwie in den Computer oder in ein Pad reinschreiben. Ich bin zum Beispiel, ich mag zum Beispiel so iPads persönlich nicht so wahnsinnig. Ich mag lieber noch so ein Laptop mit Tastatur und wo man mit einer Maus dann auch an die Sachen herankommt, ja. Ganz andere Leute, die machen alles mit iPads, ja. Auch da sollte es, glaube ich, jeder so machen, wie er möchte. Ich verstehe auch bei manchen Fernsehern nicht mehr, wie die angehen. Ja, also teilweise hochkompliziert für mich, ja. Ich finde auch, wenn ich vielleicht auch altmodisch ein Auto sollte man fahren können, ohne eine Bedienungsanleitung lesen zu müssen. Also auch da, das hat aber viel mit Bildung zu tun, dass man so Kernkompetenzen haben sollte. Und es gibt ja Leute, die manchmal irgendwie sich negativ äußern über Musik oder Kunstunterricht oder auch Ethik oder Religionsunterricht. Ich finde das alles wichtig, weil auch dadurch kann auch Kreativität gefördert werden. Das ist, glaube ich, was wir immer aufpassen müssen, dass jetzt nicht auch Schülerinnen und Schüler verloren gehen, weil ich merke halt auch, dass bei vielen Online-Angeboten, die es gibt in den Schulen, immer wieder Schülerinnen und Schüler fehlen. Auch in Grundschulen schon, ne? Da sind von 26 Kindern dann nur 18 dabei. Wo sind die anderen? Jetzt wieder besser, jetzt sind sie wieder fast alle da. Aber in den letzten Monaten sind doch einige Schäflein auch verloren gegangen. Und es ist natürlich deswegen tragisch, weil es gibt auch Eltern, jeder kennt ja so den Elterntyp, ja, ich weiß nicht, was du jetzt für eine Eltern-Mutter-Typ bist, ob du so eher so helikoptermäßig Nee, bist das gar nicht. oder wie auch immer. Es gibt ja auch so Eltern, die sozusagen dann alles Mögliche machen, wo es vielleicht dann manchmal zu viel ist. Aber es gibt auch Eltern, die machen gar nichts. Und das ist auch nicht gut, ja. Also auch da kommt es, glaube ich, drauf an. Wir sagen ja immer als Liberale, es kommt immer auf eine gesunde Mischung drauf an. Und dass man es nicht übertreibt, aber auch versucht, da einiges zu machen. Und da bleiben aber einige Kinder auch auf der Strecke im Moment. Und das macht mir große Sorgen. Und wenn in den ersten Jahren der Grundschule da jemand den Anschluss verliert, ist es natürlich tragisch. Und dann hilft uns, Für die Berufswahl. genau. Der gewisse Grundstoff, der muss einfach da sein, damit man später weiß, was man überhaupt machen möchte, beziehungsweise damit dann überhaupt alle Möglichkeiten offen stehen. Das wäre auch die Frage zu den letzten Objekten, die wir noch da liegen haben.
wir haben jetzt noch das Fachbuch von Herrn Jung und dem Herrn Frau Nägel. Und zwar geht es darum, wie stellen Sie dazu einerseits zur Ausbildung, andererseits zum Studium, zu dieser gewissen Zweiklassengesellschaft, die in der Schule leider suggeriert wird. Ich habe das wirklich so erfahren. Ich habe auch Abitur gemacht, bin mittlerweile jetzt im Master. Es wurde schon suggeriert, ohne Studium oder Gott bewahre, ohne Abitur, da ist man kein richtiger Mensch. Die Sätze sind nie so wortwörtlich gefallen, aber es geht stark in die Richtung. Frau Nägel, Sie haben selbst auf dem zweiten Bildungsweg studiert, von daher hoffe ich mir da einige spannende Antworten zu erfahren. Ja, ich habe sogar eigentlich drei Berufe. Ich habe mal Bekleidungsnäherin gelernt bei der Firma Pleile, die gibt es ja nicht mehr, da kann man es jetzt auch sagen. Ich habe mich das immer gefrustet, weil damals wurde leider die Werkstatt geschlossen. Und das heißt, ich musste Akkordarbeiten schon in der Ausbildung. Ich habe also 2 Jahre oder 1,5 Jahre nur Etikette in Unterwäsche genäht. Das hat mich überhaupt frustriert und von daher wusste ich, was ein Arbeiter am Band macht. Und deswegen kenne ich diese Seite. Dann habe ich die Bauzeichnerlehre gemacht, weil ich da von meinem damaligen Chef abgeworben worden bin. Und das hat mir dann neue Wege gezeigt und eröffnet. Hatte aber dann ja nur Realschule in Anführungszeichen, von dem ich aber heute wieder profitiere, weil ich bin halt sehr ein Praktiker. Ich kann halt einen Nagel in die Wand reinschlagen, auch an der Baustelle dem Handwerker mal zeigen, wie ich es machen würde, wie man den Pinsel mal schwingt, weil ich das auch noch gelernt habe, in der Berufsschule mit der Kelle zu arbeiten. Ich kann daheim auch eine Lampe anschließen, an die Decke hängen, das schätze ich. Ich habe auch in der Realschule 3 Jahre das 10-Finger-System gelernt, was jetzt zum Beispiel auf dem Gymnasium fehlt. So Sache finde ich wirklich schade. Und danach habe ich die Fachhochschule in der Abendschule gemacht und habe dann Architektur studiert. Und ich muss sagen, ich habe von dem Handwerk viel mitgenommen, von dem ich heute noch profitiere. Auch kann ich das Gas anschließen am Wohnwagen. Und obwohl mein Mann promoviert ist, mache ich das meistens bei uns und er genießt, dass er dann in Spüle gehen darf. Das ist bei Ihnen definitiv beides wichtig, Ausbildung ja. Und Spüle. Ich schätze das für genau gleich ein. Also ich finde es auch schade, dass es da so Unterschiede gibt, vor allem auch in der Bezahlung. Finde ich das wirklich schade. Wobei ja die Handarbeiter auf dem Bausektor jetzt eigentlich ja nicht so schlecht bezahlt sind, also muss man schon sagen. Also ich bin ja jemand, der lange Zeit im allgemeinbildenden Gymnasium gearbeitet hat und da ist es natürlich schon so, dass in unserer Gesellschaft immer wieder auch vielen Familien, Eltern auch vor allem, suggeriert worden ist, dass die Glückseligkeit mit dem Abitur anfängt. Ich würde aber sagen, also auch aus meiner Erfahrung heraus, ich bin auch jetzt Lehrbeauftragter an der dualen Hochschule, dass die Frage ja ist, was ist das Abitur in diesem Falle wert? Und es ist wieder die These, die ich gar nicht so schlecht finde, dass sozusagen das neue Abitur mittlerweile der Bachelorabschluss ist. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass man erstmal nicht andauernd alle 5 Jahre das Schulsystem ändert. Das waren ja immer diese Debatten so früher zwischen eher Konservativen und eher Linkeren, dass sozusagen nur Gesamtschule oder nur Gymnasium. Ja? Und das wollen wir aber nicht. Wir wollen, dass sich die Eltern entscheiden. Wir haben auch nichts gegen Gemeinschaftsschulen, sondern man muss da auch ein gesundes Maß auch haben. Und Ziel muss aber immer sein, dass man einen Abschluss macht und es danach auch weitergehen kann. Weil es bringt ja nichts, wenn jetzt jeder irgendwie einen bestimmten Abschluss geschenkt bekommt oder halb geschenkt bekommt und dann am Ende es irgendwie nicht weitergeht, weil man einfach bestimmte Fähigkeiten nicht hat. Und deswegen ist uns ein besonderes Anliegen, dass wir das berufliche Bildungssystem wieder stärken, dass man das auch nicht schlecht redet. Und ich muss auch sagen, es ist durchaus in der heutigen Zeit durchaus attraktiv, wenn man eine tolle Realschule vor Ort hat, auch zuerst auf die Realschule zu gehen und danach entweder zu wechseln auf ein allgemeinbildendes Gymnasium oder, da gibt es ja hier auch wirklich ein bisschen durchaus auch Tradition, oder dann auch das berufliche Gymnasium. Ja. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass man jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt immer in die 5. Klasse eines allgemeinbildenden Gymnasiums rein muss, sondern
wo man dann auch einfach sich gemeinsam in Ruhe überlegen kann, wie es da weitergeht. Und dann natürlich die Grundschulen auch eine große Verantwortung, dass jetzt sozusagen nicht eben suggeriert wird, man muss dann nur aufs Gymnasium gehen, sondern es gibt ganz viele tolle Möglichkeiten. Und es geht ja darum, dass auch jetzt niemand da irgendwie plötzlich mit 10, 11, 12, wo man auch noch ganz andere Probleme im Leben hat. Deswegen fände ich es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man in der Unterstufe viel, viel mehr Sport anbieten würde, dass die jungen Menschen dann nicht irgendwie zu verlieren abgestempelt werden, sondern dass es die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel auch ohne Probleme dann über die Realschule auch ins berufliche Bildungswesen einsteigt. Und da geht es natürlich manchmal oft darum auch, dass wir immer noch den Fehler haben in Baden-Württemberg, dass gewisse Zuweisungen auch schülerabhängig sind, auch in Bezug auf Ausstattung oder auch auf Lehrerzuweisungen. Und ich glaube, diesem systematischen Irrglauben muss man sich ein bisschen lösen, weil im Fokus sollte immer das einzelne Kind sein und nicht nur irgendwelche Ideologien. Und das heißt auch für mich, dass wir hier in Baden-Württemberg einfach diese verschiedenen Schularten weiter fördern sollten, dass wir nicht eine über alle stellen sollten. Es gibt durchaus sehr gute Gemeinschaftsschulen, es gibt aber auch sehr gute Gymnasien, sehr gute berufliche Gymnasien. Und die sollen auch versuchen, ihre Angebote bestmöglich zu machen. Ich finde auch gut, wenn es Konkurrenz gibt zwischen Schulen. Gibt es ja hier auch in der Region, auch zwischen privaten Gymnasien und staatlichen Gymnasien. Da wird ja auch immer ein bisschen verglichen und das belebt aber auch das Geschäft. Ich denke, darum geht es auch. Es geht ums Geschäft, es geht um den Wettbewerb und vor allem geht es natürlich in der Schule auch darum, dass jeder das werden kann, was er oder sie auch werden möchte. Dass wir den Grundstein dafür legen, dass das möglich ist. Dafür stehen wir, dafür stehen die Freien Demokraten, dafür stehen die jungen Liberalen, für ein Aufstiegsversprechen, für einen Impuls im Land, für den Fortschritt. Meine Damen und Herren, am 14.03. FDP wählen, wenn Sie für einen Impuls im Land sind. Vielen Dank.